So ein Drama habe ich gar keinen Bock auf so ein Drama. Durch. Martin, bleib mal ruhig. Soll ich denn reden, wenn das mir nicht akzeptiert wird? Martin, mach mal kurz bitte einen Gang runter. Nein. Könnt ihr glauben, dass wir schon in der Folge 9 von Bachelorette sind? Ich kann es irgendwie gar nicht glauben, ich check's gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind in Folge 5 oder so, aber nein, wir sind in Folge 9, nur noch 3 Folgen, dann ist das Ding vorbei. Wie kann das denn bitte sein? Ja, krass. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, ich habe eine neue Kamera. Sie müsste jetzt ein bisschen smoother sein, ein bisschen crisper, ein bisschen besser. Maybe it's just me, aber sie war sehr viel teurer als die alte, also man sollte einen Unterschied sehen. Heute geht es um Folge 9 von The Bachelorette und ich muss sagen, die Folge war wild. Wir hatten viel dabei, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Drama, sehr viel unnützes Drama und ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, was ist das hier für ein großer Kindergarten? What the? Wir hatten ein super süßes Date, weirde Szene auch ein bisschen, die ich ein bisschen zusammengefasst habe für euch. Dann müsst ihr euch nicht das ganze weirde Gedöns aus der Folge geben, you're so welcome. Ich habe einen coolen Korb, den ihr vielleicht bei RTL Plus sparen könnt. Das ist vieles beim heutigen Video. Schnappt euch einen Drink, was zu essen, wenn ihr gerade breakfastet. Happy Breakfast. Was sagt man zum Frühstück eigentlich? Mahlzeit? Guten Appetit? I don't know. Schwierig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr Folge 9 so fandet. Und dann würde ich sagen, schauen wir rein in die Folge, reden darüber und haben hoffentlich ein bisschen Spaß, denn es ist schon wild. Alter, was labert zu für eine Scheiße, Alter? Ja, es ist unglaublich. Nein, Bro. Jetzt mal ehrlich. Es ist unglaublich. Was mir aufgefallen ist bei dieser Staffel, es gibt irgendwie keinen Anfang und Ende. Diese Folgen sind so komisch geschnitten und ich habe auch das Gefühl, jede Folge hat eine andere Person geschnitten. Ein paar Folgen super lustig geschnitten, ein paar Folgen super dramatisch, ein paar Folgen super weird. Heute ist irgendwie weird an der Reihe. Es ist unglaublich. Bro, unglaublich. Es gibt auch irgendwie keinen roten Faden. Ich habe das Gefühl, sie cutten einfach irgendwo und fangen dann in der nächsten Folge wieder irgendwo an. Ich habe euch ja von letzter Folge erzählt, dass 5 Dinge passiert sind. Schade, dass Stella das nicht alles mitbekommen hat. 5 Drama-Fundamente, die für diese Folge wichtig sind. Wir hatten einmal Eishund, die gegangen ist. Wir hatten einmal das Luna-Martin-Happening, das Martin, ne? Wir hatten einmal das Rummachen von Martin und Stella. Wir hatten einmal das Devin rummachen mit Stella. Und wir hatten noch irgendwas. Verdammt, es ist noch irgendwas passiert. Ich habe es vergessen. Ah! Auf jeden Fall war das Fundament für jetzt, denn Stella geht in guter Gewissheit, dass irgendwie alle Spaß haben werden und dann, Leute, geht das Drama erst so richtig los, ja? Martin holt nämlich Arkobin ins Boot. Er zieht quasi andere Lager mit rein und will hier so ein bisschen verklickern, was Luna hier eigentlich alles abgezogen hat in letzter Zeit. Im Sinne von, was vorgefallen ist off-cam. Aber mit vor Kamera und mit Ton. Ohne will ich nicht mehr. Weil jedes Mal ist was anderes. Witzigerweise hat er ja vorgehalten, dass Luna Drama machen möchte, die das scheinbar off-cam erzählt hat. Aber jetzt, indem Martin das on-cam erzählt, macht er ja eigentlich Drama. Das fand ich ein bisschen wild. Und Martin sagt ja immer, er ist voll der humble guy und will sich nirgends einmischen und ist immer weg vom Drama. Es ist immer derjenige, der morgens um 6 aufsteht, seinen Sport macht und sein Leben genießen möchte. Witzigerweise ist irgendwie immer er derjenige, der das Drama verursacht. Ja, es ist, Nee. Subjektive und objektive Wahrnehmung ist hier irgendwie nicht so ganz im Einklang, habe ich das Gefühl. Da ist Yin und Yang nicht so ganz in der Mitte irgendwie. Okay, ihr sagt es alle vier gerade. Ja, es ist wahnsinnig. Naja, also wir beide haben es gesagt, hey. Was ich jetzt interessant fand, auch mitbekommen haben, dieses Drama, nur Martin und Jan. Mit im Bunde sind aber wir noch Ferry und Erik, die davon gar nichts wissen eigentlich, aber scheinbar auf diesem Martin-Train aufgesprungen sind, jetzt auch alle auf Luna indirekt einbashen, was ich nicht cool finde, vom Hören und Sagen, direkt auf Personen einschlägern mental. Finde ich wild. Pass auf, sie sagt, hey, sie muss... Warum will er lügen? Finde ich, sagt viel über diesen Charakter aus. Ich bin allgemein diese Folge von Ferry ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, Ferry gerade in dieser Folge sehr zum Mitläufer geworden ist. Kann die Hintergründe ein bisschen verstehen, dass jetzt Eishund rausgeflogen ist und allgemein er so ein bisschen den Anker zu seinen Mädels verloren hat und jetzt irgendwie Anschluss irgendwie sucht. Und ich kenne das aus der Schule noch, dass man einfach anderen Leuten gefallen möchte, um dazu zu gehören. Ich kann das verstehen, aber wir sind nicht mehr in der Schule. Wir sind wahrscheinlich jetzt 20 Jahre nach der Schule oder 10 Jahre. Dann muss man das nicht mehr machen, finde ich. Bin ich ein Typ, der lügt? Wie betrogen ist Ferry eigentlich bisher? Ich weiß nicht, wie ich damit... Oh Gott, Dave. Du hast gesagt, ich soll machen, ich mach. Er soll mir nicht dumm kommen. Ich glaube, sehr betrunken. Weißt du, wie ich meine? Martin sagt auch noch mal im Laufe dieses Gesprächs, ich respektiere jede Person, wie sie ist. Ich muss mehr Drama machen, um in die nächste Show zu kommen. Dann heißt es für mich, boah, ich muss Drama produzieren. Oh Gott, ich hasse Drama. Um in die nächste Show zu kommen. Also jetzt mal ehrlich, das ist für mich. Und dann diese Szene eben. Es geht auch um dich, glaube ich. Um mich? Ja. Warum? Ich respektiere jede Person, wie sie ist. Ja? Wirklich? 1,50 und raucht? Freakshow? Und wenn sie jetzt sagt, sie hat es nicht gesagt, dann labert sie Scheiße. Ich will auch gar nicht so auf Martin draufbashen, weil ich bin eigentlich gar nicht so jemand, der immer jemanden, weiß ich nicht, das ist nicht mein Stil. Ich kenne diese Person alle nicht, wirklich. Ich kenne nur, was ich sehe. Aber ich finde, bei Martin ist schon sehr auffällig. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es ganz schwierig, denn ich finde sein Verhalten echt scheiße. Aber wir sehen ja auch nur, was man sieht. Aber er hat ja auch gesagt. Warum sagt er sowas? Hä? Musti meint es, glaube ich, eigentlich ganz gut und will Streitschlichter spielen, beziehungsweise will so ein bisschen, dass sich alle offen austauschen und nicht hinter dem Rücken, was ich eigentlich fair finde. Es geht aber in der Konstellation an sich ein bisschen nach hinten los.
ein bisschen sehr. Kommt mal rüber, Mensch. Ihr seid doch schon. Was kommt schon? Dicker. Wenn ihr eh schon dabei seid, dann sprecht das hier auch an. Ja, nein, muss ich nicht vor dir. Es eskaliert noch mehr und ich finde das ganze Gespräch so eine Red Flag, weil irgendwie keiner kommunizieren kann. Ich finde halt einfach direkt irgendwie Jan oder Martin Luna zur Seite genommen und gesagt, hey, ich habe das nicht mitbekommen, was geht da rein, was geht da raus, wäre das gar nicht eskaliert. Aber Martin möchte ja kein Drama. Er ist ja ein humble boy, er möchte nur sein Sporttag so morgens machen. Hey, aber schau mal, du hast gesagt, du musst mehr Drama machen, um in die Eben nächste Show nicht, zu kommen. Nein. Hast du gesagt, jetzt steh doch mal zu deinem Wort. Redest du bitte? Wir haben generell okay, off-cam. Ich rede gar nichts mehr hier. Wow. Platzt ihm auch die Bombe und es wird ausgepackt gegen Luna, was scheinbar Luna gesagt hat. Ich weiß gar nicht, was ich hier kommentieren soll, weil ich fand es total lächerlich. Also scheinbar Luna was gesagt, was die anderen falsch aufgefasst haben und dann, dass daraus so ein Ding entsteht, statt einfach mit Luna direkt zu reden, machen die jetzt so ein riesen Ding daraus in der Gruppe, während 5 Kameras um sie herum stehen. Aber Luna ist die, die vor der Kamera Drama machen möchte, ne? Schon klar. So ein Drama habe ich gar keinen Bock auf so ein Drama. Ruhig. Martin, bleib mal ruhig. Soll ich denn reden, wenn das mir nicht akzeptiert wird? Martin, mach mal kurz bitte einen Gang runter. Nein. Dann wieder angefangen zu heulen vor allem. Luna will es auch ein bisschen gerade biegen, aus ihrer Sicht raus, aber Martin lässt es gar nicht zu. Ich glaube, Martin ist so an seiner Meinung festgefahren, die er sich selbst zurechtgebogen hat, dass er Kritik jetzt gar nicht mehr zulässt und in diese Ich-bin-das-Opfer-Haltung geht. Beziehungsweise in diese Ich-will-keine-Streit- und keine-Stress-Haltung, den er ja provoziert hat. Entspannt euch, entspannt euch. Zum Glück ist Layla da und schlägt sich auf Lunas Seite und erklärt mal so ein bisschen, wie es wirklich war. Und ich finde das sehr wichtig, denn ich finde das ein bisschen frech, dass einfach jetzt so 5 gestandene Männer um Luna rumstehen und auf sie einbashen. Ich finde das so frech. Ich meinte eben, dass ich eben kein Drama mache und dass ich dadurch ein Geist bin. Sie sagte, sie müsste mehr Drama machen, um mehr Sendezeit zu bekommen. Aber nicht, sagt man dass sie das, nicht, dass sie das möchte. Ja, sie hat Sendezeit bekommen, alles cool. Go for it. Ich bin noch immer der ruhige Typ, der um 6 Uhr aufsteht, sein Sportding macht, zurückhaltend ist, sein Ding macht. Hat man heute ja gesehen. Und als sie jetzt angefangen hat zu weinen, dass alle gleich direkt wieder sagen, ist so fake, was machst du hier schon wieder für eine Szene? Das gibt mir einfach Klasse 7a, Sportstunde, alle gehen auf den schwächsten Vibes. Und das finde ich nicht cool, weil auch Martin immer sagt, dass er ein sehr gestandener Mann ist, mit sehr viel Erfahrung. Aber das zeugt für mich vom ganzen Gegenteil, ehrlich gesagt. Bin ich leider ehrlich, bin ich auch ein bisschen peinlich. Ja, ihr kennt meine anderen Videos, ihr wisst, dass ich sowas eigentlich gar nicht von mir lasse, weil ich mir nicht erlauben möchte, zu urteilen. Aber an dem Punkt muss man einfach mal den Leuten helfen, die gerade angegriffen werden. Und das ist in dem Fall Luna. Und ich finde es einfach nicht fair. Bin ich ehrlich. Ich bin genau die sich aus der ganzen Gülle rauszieht. Wieso schaust du mich an? Also ich ja, aber du hast es gerade gedroppt, oder? Was? Sag da was. Ich hab das gedroppt, ich hab das gedroppt. Schau, ich bin wieder der Dramamaker. Auch als Martin jetzt sagt, er ist immer no drama und der Einzige, ja, Martin nicht Einzigste, der immer ehrlich ist, sehe ich ein bisschen anders. Gerade wenn man diese ganzen Mikrofon-Snippets hört aus der letzten Folge und in den Folgen davor, wie er im Schlafzimmer der Männer über andere urteilt und lästert. Hinter dem Rücken hat für mich nichts mit Ehrlichkeit zu tun, ehrlich gesagt. Lächerlich, Alter. Wie lächerlich, Alter. Wie lächerlich. Luna ist krass aufgebracht, zu Recht finde ich auch. Stellt auch Jan zur Rede, mit dem sie sich scheinbar bisher gut verstanden hat. Und möchte wissen, was hier eigentlich abgeht. Sag ich dir ganz offen und ehrlich. Weil ich sie so lieb habe. Ich war, ja, okay, ja. Aber es war halt die Situation, okay, mit dem Hintergrundwissen, okay. Wow. Und ich finde, Jan wirkt ein bisschen ruhiger als Martin, was ich ihm nicht anrechne. Ich erwarte das auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber es kommt schon raus, dass Martin und Jan sich halt ihre Meinung auf Dinge gebildet haben, die sie scheinbar gehört haben oder überhört haben. Und daraus so ein Drama zu machen, wahrscheinlich für die Kamera, ich weiß es nicht, finde ich wild. Martin und ich, wir haben uns angeschaut und gesagt, hä? Was passiert hier gerade? Das ist nicht okay. Vor der Kamera wie hinter der Kamera. Jeder, der anders ist, ist... Hey, nee. Und hau auf mit den Schimpfwörtern. Nein, ich hasse diese unehrlichen Schimpfwörter. Okay. Ich finde Devin, eh so toll irgendwie. Devin sagt genau das, was ich denke. Dass ich würde am liebsten jetzt hier gehen und feiern. Ich hasse sowas. Also wie gesagt, so viel Drama um nichts. Und ironischerweise war es Offcam von Luna kein Drama, weil wir es nicht gesehen haben und somit kein Drama entstehen konnte. Das Drama wurde aber jetzt von Martin und Jan provoziert, die ja die einzigsten... Entschuldigung, einzigen sind, die no drama sind. No drama. Aber hey, ja, yeah, I mean yeah. Was ich allerdings schön finde und was ich gerne anrechnen muss, es gab noch dann im Nachhinein in diesen Interviewkabinen eine Einsicht. Im Nachhinein war es eigentlich nicht die richtige Art, sie da so in die Mitte zu stellen. Ich hoffe, er hat es auch Luna persönlich gesagt. Und Ferry und Martin allerdings kam die Einsicht nicht. Und ich finde, wie gesagt, at this point, können wir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so findet. Ich finde, at this point ist es wirklich schon Mobbing. Und ich bin ehrlich gesagt von Ferry eigentlich am meisten enttäuscht. Von Martin erwarte ich schon gar nicht mehr anders, keine Ahnung. Ferry fand ich in den ersten Folgen so sympathisch und nett. Und ich hoffe, wir können mal noch hier ein Interview zusammen machen, denn ich glaube, dass er immer noch nach wie vor nett ist. Aber irgendwie ist er einfach da falsch in der Welle abgebogen, habe ich das Gefühl. Soll nicht wiederholen, Alter. Schau, jetzt rollt sie wieder.
Das ist ein Bullshit, Alter. Er ist so ein krasser Mitläufer geworden, finde ich, in dieser Folge. Mit Martin vor allem auch. Der zwei Folgen vorher gesagt hat, dass Ferry krasser Kindergarten ist. Aber hey. Und irgendwie ist dieses Mitläufer-Gedöns jetzt in Mobbing gemündet. Und das geht halt gar nicht, finde ich. Und jetzt heult sie wieder, Alter, wie ein kleines Kind, Alter. Bevor es hier weitergeht mit dem Drama in der Villa, ist ja doch einiges an Drama, will ich kurz in Elephant in Room ansprechen. Ich sehe ein bisschen anders aus, ich weiß, ich habe neue Haarfarben. Spaß. Ich wollte euch ein bisschen was näher bringen heute. Und zwar weiß ich ja durchaus durch Princess Charming und Co., dass hier einige von meinen zuschauenden Leuten weiblich gelesen sind. Deswegen dachte ich mir, wäre es eigentlich total cool, heute mit The Female Company zu kooperieren für dieses Video. Es ist jetzt zwar nicht so viel persönlicher Nutzen für mich, aber ich weiß ja auch, wer meine Videos guckt. Ich habe ja auch viele queere und auch weiblich gelesene Freunde und Freundinnen in meinem Freundeskreis. Entsprechend dachte ich mir so, The Female Company, that's the brand of today. The Female Company stellt nahtlose Periodenunterwäsche her. Und heute geht es speziell um die Curve und die Seamless-Kollektion. Denn ich glaube, einige von euch würde da sicherlich zusagen. Ich habe noch einen coolen Rabattcode für euch, wenn ihr mir fleißig bei The Female Company sparen könnt. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. I got you covered. Wusstet ihr nämlich, dass Frauen mit einem höheren Körpervolumen im Durchschnitt 15% mehr bluten? Ich wusste es nicht, jetzt weiß ich's. Und das wird leider sehr oft ignoriert. Deshalb hat The Female Company in Kooperation mit dem Hohenschnitt-Institut, das ist das führende Textillabor in Europa, herausgefunden, dass für diese Frauen logischerweise mehr Support nötig ist. Und so ist nämlich die Curve-Kollektion entstanden, speziell für die Größen 44 bis 56. Die ist nur 1 mm dicker als herkömmliche Unterwäsche und fühlt sich entsprechend sehr super leicht an. Sehr super leicht ist auch ein Superlativ der Extraklasse, ne? Naja, die Kollektion ist auf höchste Absorption ausgelegt mit dem Ultra High Waist Fit. Ich finde den Namen echt cool. Gibt es dir den Komfort, den du brauchst? Denn ich glaube, wenn man die Tage hat, will man einfach Komfort haben. Ich sag's, wie es ist. Mit meinem coolen Code könnt ihr noch fleißig sparen. Und zwar ist der Code TFC-Nico. Da kriegt ihr ganze 12% Rabatt auf eure Bestellung mit dem Link in der Beschreibung. Es gibt noch die Seamless-Kollektion, die der Name schon sagt, Seamless ist. Viele glauben ja bisher, mit viele meine ich auch mich, dass Periodenunterwäsche immer sehr dick und unbequem sein muss. Aber bei The Female Company gibt es Seamless Panties. Die sind nur 1 mm dick und so saugstark wie 5 Tampons. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, 5 Tampons sind eine ganze, ganze Menge. Die Seamless Collection ist absolut auslaufsicher und wenn nicht, bekommt ihr euer Geld zurück. I mean, ich habe die Kollektion für eine sehr gute Freundin bestellt, die sehr auf Schwarz steht. Aber es gibt die Kollektion jetzt auch noch in Blue und Peach mit dem High-Waist-Schnitt. Naja, sie mag eben Schwarz. Ihr müsst euch vorstellen, es ist Blau oder Peach gerade in diesem Moment. Und mit meinem Code, wie gesagt, TFC-Nico, könnt ihr fleißig 12% sparen bei der Female Company. Und das Coole bei der Kollektion ist auch noch, ihr könnt aus 4 Saugstärken wählen, je nachdem, wie stark eure Periode ist. Das ist richtig cool. Schaut gerne mal im Shop vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich würde sagen, back to the drama, back to the roots. Wir gucken mal, was die Boys, Queers und Stella so machen. Das ist Bullshit, einfach. Wollt ihr mich quasi alle verarschen? Dann greift ihr mich an und tut wieder so. Das ist Martin, ey. Es ist so uncool. Springen wir zur Nacht der Rosen. Ich finde diese Folge sehr aufwühlend, ehrlich gesagt. Danke euch für den wunderschönen Abend mal wieder. Ich hatte sehr viel Spaß. Raus sind Luna und Musti. Leben ist fair. Gott sei Dank. Und das tut mir wahnsinnig leid. Für Musti deshalb, weil ich finde eigentlich nach der letzten Folge, wo es sich so geöffnet hat, hätte ich ihm noch eine Chance gegeben jetzt. Verstehe, dass man bis Folge 4, 5 ihn hätte rausschmeißen können, weil ich fand den Vibe auch ein bisschen off, bin ich ehrlich. At least he's hot. Aber gerade in Folge 8 dachte ich mir so, okay, da steckt noch viel mehr dahinter. Nicht herausfinden, ehrlich gesagt, war Stella scheinbar nicht. Für Luna finde ich es so scheiße, dass sie jetzt an diesem letzten Abend so krass angegangen wurde. Für Dinge, die sie gar nicht gesagt hat oder zumindest anders gesagt hat. Jetzt ist sie so ein Scheißabgang. Jetzt muss sie mit weinendem Herzen irgendwie gehen und wurde von allen fertig gemacht und geht jetzt einfach. Finde ich echt scheiße. Kann Stella ja logischerweise nicht wissen, weil sie dachte, alle lieben sich. Außer Stella. Stella liebt irgendwie noch keinen, was der Sinn der Show eigentlich wäre. Aber hey, fand ich wirklich schade. Ich verstehe es noch nicht. Ich bin auch sprachlos, dass einfach erwachsene Menschen in so einen Mobbing-Modus verfallen können und so eklig sein können. Kann man denn so klein sein? Wie kann man so klein mit Hut sein? Ich verstehe das nicht. Also es sind doch alles, wie Martin sagt, gestandene Männer mit Erfahrung. Wo ist die Erfahrung? Wo ist der gestandene Mann? Ich sehe es nicht. Ja, super. Cool. Springen zum nächsten Tag. Ich glaube, alle gehen irgendwie mit gemischten Gefühlen ins Bett. Die einen wütend, die anderen traurig, die anderen sprachlos. Ich denke schon über die Situation mit Luna sehr viel nach. Die Sache mit Luna ist logischerweise noch sehr in den Knochen bei allen. Ferry sagt, ich schäme mich sehr. Ich schäme mich sehr. Das Problem ist, dass ich die Worte benutzt habe, die halt gegen Frauen gehen. Das finde ich immerhin gut. Das finde ich okay, das finde ich gut. Martin, schämst du dich auch? Ja, mein. Ah, okay. Ja, ja. Vielleicht habe ich noch in meinem Rucksack Oreo-Keks, die ist schon schlimm. Abgesehen von dieser krassen Scheiße, die hier passiert, ja, gibt es einen Brief und zwar darf Devin und zwei seiner Wahl thailändisch einkaufen gehen. Lol. Einen thailändischen Supermarkt begleiten dürfen. Hat die Produktion dann gesagt, ah, wir schaffen es gerade nicht mehr, den Kühlschrank für euch zu füllen. Sorry, Leute, könnt ihr mal selber einkaufen gehen? Wir schaffen es echt nicht mehr zeitlich. Wir machen daraus auch ein Show-Konzept, damit ihr Sendezeit bekommt. Don't worry. Yeah.
Und was ich jetzt nicht verstehe, Martin geht mit. Martin ist auf jeden Fall der Erste, den ich mitnehme. Ich verstehe noch nicht so ganz, welche Konstellation mit wem befreundet ist. Was ich so mitbekomme, ist immer, die queeren Personen sind so ein Lager, die Männer sind so ein Lager und es gibt so ein paar Verbindungen. Perry, Erik und vielleicht noch ein bisschen Devin. Aber dass Devin und Martin jetzt irgendwie auch befreundet sind, habe ich gar nicht kommen sehen. Layla geht auch mit, damit das Niveau noch ein bisschen wenigstens steigt. Es tut mir so leid. Ich bin so wütend auf Martin. I'm so sorry. Layla! Yeah. Jetzt kaufen sie halt ein in diesen Supermarkt. Ich verstehe es halt nur nicht so ganz für die Show. So aufgeschrieben alles beim Gucken und war so, okay, warum ist das jetzt relevant für diese Folge? Wieso haben sie das mit reingenommen? Statt tolle Sequenzen mit Stella oder mit einem Date oder so. Warum war das jetzt wichtig für die Show? I don't get it. Martin macht dann mit den gekauften Sachen Barbecue für die Villa. Er ist ja auch der reifste von allen in der Villa, ja? Essen! Und dann stoßen alle mit Spülwasser an. So sieht's zumindest aus. Vielleicht ist das ein Teil an so ein Ding. Man weiß es nicht. Guten Abend, auf die letzte Nacht, ihr Lieben. Aber Leute, es gibt noch einen Brief in der Villa, ja? Da sind wir gespannt. Es gibt ein seelisch intimes Date. Und zwar möchte Stella da Emma mitnehmen. Ich glaube, Stella wollte einfach mal gucken, was da so bei Emma geht, weil ja auch Erik ihr gesagt hat im Flieger, total bescheuert gewesen, dass Emma eigentlich gar keinen Bock auf Stella hat, sondern wieder Emma gerade biegen musste. Was ist denn da los in der Villa dieses Jahr, ey? Ist ja furchtbar. Ich glaube, mit Emma habe ich genau die richtige ausgesucht. Und ich glaube, jetzt will einfach mal Stella gucken, was ist da dran. Und will Emma mitnehmen auf dieses Date, was ich voll schön finde. Einfach, um auch mal zu checken, wie so die Verbindung zwischen uns ist. Sie machen nämlich zusammen Tantra-Yoga. Welcome. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich hatte jetzt irgendwas was Sexuelles im Kopf. Tantra heißt, glaube ich, einfach so viel, wie wir machen das quasi wie so Twister. Wie dieses Twister-Game ineinander verschlungen irgendwie. Das war zumindest mein Verständnis davon. Start to sink your breath to each other. So inhale. And exhale as one entity. Ich finde es ein bisschen hot, wie sie sich körperlich näher kommen, aber immer so piece by piece. Erst waren es die Knie, dann waren es die Arme, dann hat man sich mit den Armen berührt und so. Ich fand das ein bisschen hot. Es gab auch einen Kuss in einer sehr komischen Konstellation, aber ich fand es echt cool. Es war so ein Spider-Man-Kuss. Die Position sah vielleicht jetzt nicht so mega romantisch aus. Und ich wollte immer früher sie sein, die von Spider-Man geküsst wird. Und deswegen war ich so, ah! Ich glaube, das war der besonderste erste Kuss, den ich jemals mit irgendwem hatte. Und dann gehen sie doch zusammen duschen und ich muss sagen, das war voll das schöne Date irgendwie. Ich hab's gar nicht, ich war so, oh Yoga, okay, ja, mussten sie wieder an der Produktion sparen. Ich fand's voll schön irgendwie. Ich weiß auch nicht, scheinbar sind es dann doch die kleinen Dinge, die zusammenführen. Und wenn's Tantra-Yoga ist, Leute. Jetzt, wo ich das so sehe, I'm in. Wer geht mit mir auf ein Tantra-Date, Leute? Schreibt mir eine DM auf Instagram. I'm open. Es gibt noch ein Gespräch natürlich bei den beiden und zwar, ich habe mein Mikrofon geschlagen, I'm sorry. Bei den beiden geht es ein bisschen um Familienplanung, um Partnerschaften. Ich bin in Beziehungen eigentlich schon so sehr liebevoll, herzlich und möchte mich wie so ein Team fühlen. Und so erwarte ich es dann ja auch von einem Partner oder einer Partnerin, dass man wirklich ja immer füreinander da ist. Emma würde zum Beispiel, ich habe hier aufgeschrieben, operieren, aber Emma würde zum Beispiel eher adoptieren wollen. Stella ist da offen für alles. Ich habe geschrieben, Emma würde gern operieren wollen. Da hat sich wohl mein Notizding verschrieben. Also ich könnte mir schon vorstellen, Kinder zu haben, aber ich glaube, wenn, würde ich adoptieren wollen. Allgemein war das Gespräch sehr kurz. Eigentlich war es genau das, was ich gerade gesagt habe. Hauptsache die Shopping-Szene reinschneiden, bist du? Aber lass jetzt hier wieder so kurz hängen lassen. What the f***? Aber dann droppt Emma die Luna-Bombe. Das wurde irgendwie von ein paar Leuten gesagt, so dass sie hier ist für Sendezeiten, dass sie fake ist, dass sie hier ist, um irgendjemanden den Ruf kaputt zu machen. Informiert Stella so ein bisschen, was da abging heute Abend. Aber ich finde, sie macht das sehr galant. Sie droppt keine Namen. Sie sagt nicht, wer auf wen losgegangen ist. Sie sagt nur, dass Lona ein bisschen in die Zwickmühle genommen wurde. Wie sagt man das denn? Wie sagt man das denn? Sie wurde halt gebasht. Sie wurde nicht gebankt. Das nicht. Stopp. Gar nicht. 0% ja irgendwie empfunden habe. Von ihr kam die süßeste Reaktion, als ich mich verabschiedet habe. Ja. Natürlich sagt das was über einen Charakter aus, wenn man jemand anderen so angreift. Und ich finde es gut, dass das Stella erfährt. Ich bin ehrlich mit euch. Es gibt doch nichts Schlimmeres an Stellas Stelle, sowas nicht zu erfahren und jetzt dann bei der Ausstrahlung das zu sehen und sich zu denken so, what the fuck, wen habe ich hier gerade gedatet? Fände ich nicht uninteressant zu wissen, wer das war. Und ich glaube, da wird es noch ein Nachspiel geben, zumindest gehe ich fest davon aus. Ich habe keine Namen genannt, ich habe niemanden damit in die Pfanne gehauen. Ich habe einfach nur erzählt, wie es war. Deswegen finde ich, habe ich da keine Grenze überschritten. Wir springen in die Villa, denn das Emma, der war sehr kurz. Stella kommt zu Besuch, aber davor gibt es noch eine kleine Post von der Produktion. Ich persönlich habe nichts gegen Kinder. Aber ich muss jetzt auch nicht um mich rum haben. So, ja? Hey. Es hat einfach nicht aufgehört zu schreien. Aber Jan geht da voll drin auf, habe ich das Gefühl. Jan ist dann der geborene Papa, so ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ob
Hauptsache, das Emma-Date wurde gekürzt, ne? Für diese schreiende Baby und die Shopping-Szene. Ist schon klar. Ist schon klar. Ja. Was ist denn los? So, Baby weg, Stella kommt, ja? Devin! Was? Und das Baby war der Aufhänger dafür, weil Stella jetzt mit allen Leuten, die in dieser Villa sind, über Kindheit, Familie und über Vergangenheit reden möchte. Deswegen Baby, weil Baby, wisst ihr, wie ich meine? Meine Mama und ich, wir haben super viele gemeinsame Interessen. Mein Papa war Professor an der Uni in Frankfurt. Und Stella erzählt von ihrer schönen Kindheit, davon, dass dann eben alles so ein bisschen geturnt ist, als ihre Mom Krebs bekommen hat. Meine Mama war immer so eher die Kreative und hat gesungen und getanzt und war viel zu Hause. Und ich muss sagen, Stella macht auf mich durch und durch einen positiven Eindruck. Ich finde, sie macht das so gut, diese Rolle. Sie geht darin voll auf, finde ich. Sie kann so gut reden. Und ich finde auch, sie macht das irgendwie, dass sich alle special fühlen. Und das, finde ich, ist eine Gabe, die du können musst, als in so einer Rolle, sage ich mal. Und sie kann das. Und ich finde das voll schön. Nicht so easy, aber ich war da eigentlich immer sehr positiv so eingestellt. Und habe in keinem Moment gedacht, es wird dazu kommen, dass ich sie verliere. Es gibt dann auch noch einen kleinen Intim-Talk von Stella und Ferry, weil Stella gemerkt hat, so, ey, Ferry hat da was auf dem Herzen oder wollte jetzt auch nicht in öffentlicher Runde so in die Tiefe gehen, was ich voll verstehen kann. Die Hälfte davon wirst du danach nie wiedersehen, let's be honest. Deswegen gibt es einen kleinen Talk zwischen Stella und Ferry alleine. Vasen nachgeworfen, Teller geworfen und so etwas. Ah, wie nennt sich diese psychische Störung? Wahrscheinlich Borderline. Es geht um Ferrys schwere Kindheit, dass er zu seiner Mutter ein eher angespannteres Verhältnis hatte, weil sie eben sehr cholerisch war, sage ich mal. Das Verhältnis zu meiner Mutter ist okay. Aber ich finde es voll fein, dass er sagt, so, ey, ich möchte jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen. Es muss ja auch nicht in so einer Show ausgepackt werden. Das kann man dann auch noch machen, wenn man dann sich quasi für Ferry entscheidet und dann das privat machen. Das finde ich voll fair. Ich finde es einfach beeindruckend, wie du damit umgehst. Natürlich prägt einen die Kindheit immer sehr, aber umso schöner, wenn man daraus stärker irgendwie hervorgeht. Und auch Stella, finde ich, nimmt das so gut auf alles. Ich finde, sie gibt immer das Gefühl, dass du gesehen wirst. So sehr gesehen, dass du auch einen Kuss bekommst sogar an dieser Stelle. So Leute, dann gibt's aufs Maul. Ja? Stella will wissen, was da mit Luna los war. Zu Recht. Und zwar habe ich gehört, dass Luna geweint hat vor der Rosenvergabe und dass da wohl irgendwie ein bisschen Stress war. Aber natürlich erst in der nächsten Folge. Ich raste aus und mit diesen dummen Katzen in diesen Folgen immer die ganze Zeit. Jetzt müssen wir wieder eine Woche warten, bis wir da Klarheit bekommen. Ah. Natürlich sagt das was über einen Charakter aus, wenn man jemand anderen so angreift. Gleich gibt es die Vorschau für die nächste Folge für euch. Es gibt noch einen coolen RTL-Code für euch, wo ihr fleißig sparen könnt bei RTL Plus. Den Link in der Beschreibung klicken und das dann alles ausfüllen. Dann bekommt ihr 50% off bei RTL Plus auf euer Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Gebt mal die Kommentare schreiben, wie ihr die Folge so fandet. Haut rein und tschüss. Die letzte Nacht der Rosen in Thailand. Ob mir das Druck macht. Einer meiner Favoriten. Und einer Stellas Favoriten. Wenn er das jetzt noch nicht so fühlt, dann weiß ich gar nicht, ob er eine Rose verdient hat.